Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie man die Leute dazu bringen kann, keine Altparteien mehr zu wählen, sondern stattdessen AfD, Wir 2020, die Basispartei oder am besten alle zusammen eine eAfD, echte Alternative für Deutschland. Wie macht man das? Durch die Ereignisse in der USA sind wir erschüttert. Biden wird jetzt tatsächlich Präsident. Jedenfalls mir war richtig schlecht gestern, richtig flau im Magen. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass das jetzt tatsächlich Realität wird. Es ist traurig, aber es hilft nichts, sich jetzt zu sehr darüber zu ärgern, sondern man kann nur tun, was man tun kann, um etwas zu verändern und sich aufzuregen und sich schlecht zu fühlen, das hilft nicht weiter. Was kann man jetzt also tun? Und es ist eigentlich ganz einfach. Das Problem im Moment ist, dass die AfD, aber auch Leute, die querdenken, dass sie immer die Altparteien beschimpfen. Das Problem ist, man kann seine Energie immer nur in eine Richtung geben. Das ist auch in der Vergangenheit immer das Problem gewesen. Zum Beispiel Michael Stürzenberger gibt seine Energie in Richtung dem Sachthema Islam. Aber das Problem ist, dadurch gibt er nicht seine Energie in Richtung der Linksextremisten. Die hingegen feuern voll auf ihn drauf. Dadurch hat er eine offene Flanke. Er konzentriert sich auf das Thema, sozusagen schlecht, framed den politischen Islam schlecht. Er hingegen wird von den Linksradikalen schlecht geframed, weil er die nicht in den Blick nimmt. Genau das gleiche Problem haben wir hier. Warum wählen die Leute die Altparteien? Es liegt an den Medien. Die Medien verteilen die Informationen so, durch verschiedene Tricks, durch Hervorheben und Verschweigen und durch Psychotricks, durch Wortwahl, bringen sie die Leute dazu, sich eine bestimmte Meinung zu bilden. Das geschieht heimlich. Die Leute denken sich, sie bilden sich ihre Meinung selbst. Aber in Wahrheit ist es so, sie kriegen die Häppchen vorgeliefert, dass sie sich die Meinung damit zusammenbauen, die die Altmedien beabsichtigen. Oder eher gesagt, die Mediakraten. Wer sind die Mediakraten? Wir wissen es nicht genau. Es sind natürlich einflussreiche Leute mit viel Geld, aber es sind auch Linksextreme, die sich in den Altmedien, in den Öffentlich-Rechtlichen und anderswo hochgedient haben mit der Zeit. Und die anderen, die normalen Leute, die ausgewogenen Leute, wie Peter Hane, ganz viele könnte man jetzt noch nennen, sie wurden mit der Zeit alle rausgedrängt. Stattdessen kommen Antifa-Vertreter nach. Diese Leute sind nun eine unheilige Allianz eingegangen und benutzen sich gegenseitig, um ihre Ziele zu verwirklichen. Die einflussreichen Leute mit viel Geld wollen vielleicht noch viel mehr Geld bekommen, wollen mehr Macht haben. Und die Linksextremen benutzen die Milliardäre, um ihre Agenda voranzutreiben. Das ist eine sehr gefährliche Allianz. Die Mediakraten, sie üben alle im Moment eine große Macht aus. Die Macht ist so groß, dass man von einer Mediakratie sprechen kann. Was ist eine Mediakratie? Eine Mediakratie ist keine Demokratie und ist keine Diktatur. In einer Demokratie geht die Macht vom Volke aus. Das ist in einer Mediakratie auch der Fall, nur die Mediakraten bestimmen, was das Volk denkt, was die Leute denken, zu einem großen Grad. Das Entscheidende ist, dass es in den vergangenen 10, 20 Jahren gelungen ist, ein Oligopol zu schaffen. Es werden bestimmte Meinungen komplett außen vor gehalten. Bestimmte wichtige Fakten, relevante Fakten, die für die Meinungsbildung essentiell sind, werden komplett außen vor gehalten. Es geht so weit, dass die Mediakraten zu einem großen Grad die Realität bestimmen. Nehmen wir als Beispiel den Treibhauseffekt. Es geht schon seit 20 Jahren so, dass Wissenschaftler 23 Treibhauseffekte widerlegen. Seit 1909 wurde der Treibhauseffekt im Treibhaus widerlegt. Es ist bekannt, dass der Kilimanjaro, es wird ja behauptet, da Kilimanjaro, daran sieht man die Erderwärmung, die Menschen, klar, Industrialisierung und dann gleichzeitig schmelzen die Gletscher, es ist vollkommen eindeutig. Es ist schon längst bekannt, dass die größte Gletscherschmelze stattfand vor der Industrialisierung. Es ist auch bekannt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Erwärmung einem Kohlendioxidanstieg in der Luft vorausgeht, weil das CO2 dann in den Ozean nicht mehr gebunden werden kann so gut.
Das alles ist bekannt und diese ganzen Fakten, die wichtig wären, um sich eine Meinung zu bilden, sie werden nicht in die Öffentlichkeit getragen. Beim Klimathema geht es schon seit Ewigkeiten so. In den Schulbüchern sehen wir überall Treibhauseffekt. Jetzt haben wir das Gleiche bei Corona. Die ganzen Argumente, das können noch so hochdekorierte Personen sein, wie bei dem Klimathema übrigens auch. Das sind Professoren in einem Physikjournal mit Peer-Review-Verfahren, 23 Treibhauseffekte widerlegen. Und in den Klimajournal kommen sie gar nicht rein, weil sie da rausgehalten werden. Weil sie nicht zugelassen werden. Weil diese Leute dort mit Hilfe der Medien diesen Bereich gekapert haben. Die Wissenschaft dort eigentlich, man kann sagen, faktisch zerstört haben. Indem sie diese Meinung, diese Ansicht einfach nicht zulassen. Es nicht vorkommt. Es zu den Leuten nicht transportiert wird. Sie nicht mal mehr in Klimajournals posten können. Ihre Artikel veröffentlichen können. Der Trick ist bis jetzt, dass die Leute das nicht mitbekommen. Man muss das im Grunde nur zu den Leuten transportieren, es ihnen offensichtlich machen und dann zerbricht die Macht der Mediakraten. Dann zerfällt die Mediakratie in sich zusammen. Die Mediakratie funktioniert nur so lange, solange die Leute sich nicht im Klaren sind, dass sie manipuliert werden, dass ihnen Informationen im großen Stil vorenthalten werden, dass sie in einer Fantasiewelt leben, dass die Realität eine komplett andere ist und dass das die Medien mit großer Leidenschaft, es ist schon wie ein Sport, und mit Wonne das betreiben. Wenn man täuscht, hat man eine höhere Macht, erlangt man eine Machtposition. Man ist in der Position des Wissenden und die, die weniger wissen, sie haben weniger Macht. Das gibt ein Gefühl der Stärke. Und dieses Gefühl der Stärke, das fühlen die Journalisten jeden Tag, wenn sie täuschen. Natürlich gibt es viele Leute, die ahnen die Wahrheit. Aber es gibt auch viele, die fallen tatsächlich drauf rein. Es ist oft auch eine Mischung aus beiden. Diese Manipulationsmethoden, sie wirken diese permanente Wiederholung. Und es ist jetzt die Frage, inwiefern man selbst willen ist, sich mit Sachargumenten, mit persönlichem drüber nachdenken, sich davon befreit oder man auch selbstständig Quellen einholt oder ob man sich treiben lässt, ob man ein Mitläufer ist, das einfach aufnimmt, mitnimmt, das auf sich wirken lässt und man auch gar kein Interesse hat, sich dem entgegenzustellen. Das Problem ist jetzt, dass die Leute in dieser Medienblase gefangen sind. Sie haben die Illusion bei Google, sie können sich alle unterschiedlichen Dinge einholen und finden bei Google, sie bekommen alles angezeigt, aber in Wahrheit ist es so, dass sie bei Google eigentlich fast nur das Gleiche angezeigt bekommen. Natürlich findet man bei Google am Ende doch alle Informationen, aber man findet sie nicht, wenn man nicht direkt danach sucht. Das heißt, wenn man unwissend ist, dann findet man diese Informationen sehr schlecht. Wenn etwas passiert, nehmen wir die Demonstrationen in Berlin. Die Altmedien stellen sich immer dazwischen und machen die Leute schlecht. Stellen eine Parallelrealität dar. Es ist das Beispiel mit dem blauen Bild, mit dem roten Punkt. Und am Ende präsentieren die Altmedien ein rotes Bild. Wenn es in dem ganzen blauen Bild, in dem riesigen blauen Bild, die Realität ist ja vielfältig, unendlich vielfältig. Wenn sich selbst dort nirgendwo ein roter Punkt findet, weil alle versuchen, diesen roten Punkt zu verhindern, dass die Altmedien ihn anzeigen können, dann wird einfach der Punkt selbst gemalt. Das macht man dann mit einer Tamara Kirschbaum, die zum Reichstagssturm aufruft, mit Antifanten, die in Leipzig zu der Demonstration hinzustoßen und für Randale sorgen. Oder auch beim Kapitolsturm in den USA, da hat man auch schon Leute von Black Lives Matter identifiziert, die der Antifa zugehörig sind, die da besonders stark Krawall gemacht haben. Die Altmedien stellen sich zwischen die realen Ereignisse und präsentieren den Leuten eine Parallelrealität, eine Fake-Realität. Und solange die Leute das nicht erahnen, weil sie denken sich ja, warum sollen die denn lügen, warum sollen die denn täuschen, solange sich die Leute dieser Tücke, dieser List nicht bewusst sind, funktioniert es. Aber nur solange. Wie können wir das Ganze jetzt durchbrechen? Der erste Fehler muss aufhören, dass AfD und Querdenken Angela Merkel und diese ganzen anderen Leute attackieren. Sie sind nicht das Problem. Sie sind in Wahrheit zu einem großen Grad Marionetten. Alle von den Altparteien. Weil die Altparteien sind abhängig von den Altmedien. Man konnte es an Laschet beobachten, wie er seine Position gedreht hat, als er schlecht geschrieben wurde im Sommer.
sein Verhältnis zu den Corona-Maßnahmen, wo er plötzlich dann auch den harten Hund gegeben hat, nachdem die Presse ihn sehr schlecht geschrieben hat. Man muss wissen, dass Laschet auch indirekt dafür verantwortlich ist, dass die Heinsberg-Studie veröffentlicht werden konnte, weil Nordrhein-Westfalen das Henrik Streeck ermöglicht hat. Und dadurch wurde ja festgestellt durch die Heinsberg-Studie in Deutschland relativ früh, dass die Sterblichkeit bei Corona nur bei 0,37% ist. Das sind Trümpfe, die wir in der Hand haben. Ebenso einen John Ioannidis, einen hochdekorierten Wissenschaftler, der von den Medien völlig verschwiegen wird. Stattdessen hören wir immer nur von Drosten. John Ioannidis kommt gar nicht vor, obwohl er eine viel höhere Reputation hat als Drosten. Vor allen Dingen, wo Drosten sich 2009 schon sehr schwer vertan hat und eigentlich seine Glaubwürdigkeit dadurch stark in Frage gestellt wurde. Wenn man jetzt immer die Altparteienpolitiker attackiert, dann attackiert man nicht diejenigen, die eigentlich für das ganze Unheil verantwortlich sind. Die Altmedien. Oder eher gesagt, die Altmedien und die dahinter stehen Mediakraten. Weil diese Leute sorgen durch ihre Informationspolitik, die sie betreiben, sorgen sie dafür, dass die Leute die Altparteien wählen. Und dass die Altparteien sich vor allen Dingen so verhalten, wie sie das wollen. Durch Belohnung und Bestrafung geben sie das indirekt vor. Sie sagen jetzt nicht zu Laschet, du musst jetzt so und so berichten. Sondern die Politiker spüren das dann durch die Berichterstattung über sie. Spüren sie, welchen Kurs sie einzuschlagen haben. Da ist überhaupt keine Kommunikation nötig. Durch Belohnung und Bestrafung in der Berichterstattung, durch die Themensetzung, durch die Themenbetonung, werden diejenigen belohnt und werden diejenigen gewählt, die die Mediakraten wollen, dass sie gewählt werden. Sie sorgen dafür, dass sich die Leute die Meinung bilden, die sie sich bilden sollen. Deswegen muss die Aufmerksamkeit auf dieses ganze System gelenkt werden. Den Leuten muss die Mediakratie erklärt werden. Natürlich, wenn sie jetzt einen AfD-Politiker in den Bundestag hinstellt und von einer Mediakratie erzählt, dann werden alle sagen, sowas Dummes. Aber wenn sie es richtig machen, bei den Fakten, wenn man bei den Fakten bleibt, die Leute spüren es in Wahrheit schon längst. Die Berichterstattung ist so lachhaft einseitig und vor allen Dingen wenden die Altmedien auch immer den gleichen Trick an. Es ist ja immer so, dass systematisch Leute schlecht gemacht werden, als dumm hingestellt werden und ihre Argumente nicht transportiert werden. Das war bei den Klimaleugnern so, bei den Corona-Leugnern, bei Pegida mit der Migration, wo dann in Köln das verheimlicht wurde, wo alles schön geredet wurde. In Amerika jetzt auch, die Trump-Anhänger. Ihre Argumente kommen nicht vor, sie sind einfach der Mob, der einfach so irgendwie rumspinnt sozusagen. Und es sind jetzt schon ganz schön viele Personengruppen und es sind immer größere Abfolge, kommen immer neue Gruppen hinzu, die einfach so doof sind. Sozusagen verbraucht sich die Strategie. Wobei es aber noch lange nicht so weit ist, dass sie verbraucht ist von sich aus. Das kann man gerade wieder sehen an einem Artikel in der Jungen Freiheit von Steinhöfel, wo man sich nur an den Kopf langen kann, wo man sich nicht denken kann, dass so jemand sowas schreibt, dass man es nicht verstehen kann. Aber hier kann man ansetzen. Die AfD kann dieses Ganze in den Bundestag, in Reden, dieses System beleuchten. Man attackiert gar nicht mehr die Altparteien, die Altparteienpolitiker, die lässt man komplett beiseite. Die behandelt man so, als das, was sie sind, Marionetten. Geistige Prostituierte und sonst nichts. Und man wendet sich den eigentlichen momentanen Regenten zu, den Mediakraten. Sie sind faktisch im Moment die Regenten, die heimlichen Regenten. Und indem man sie benennt, verlieren sie ihre Regentschaft. Wenn das System aufliegt, dann wenden sich die Leute von den Altmedien ab und dann bricht die Mediakratie zusammen. Das Problem ist, man muss jetzt die Altmedien überwinden. Die Leute sind in dieser Altmedienblase gefangen und kommen auch nicht so einfach raus. Ich bin durch Zufall auch irgendwann vor 2 Jahren, ich habe eigentlich YouTube nur benutzt, um Fitnessvideos anzugucken, sonst eigentlich nicht viel YouTube geguckt. Und dann bin ich zufällig mal auf Michael Stürzenberger getroffen und habe also auf den Kanal Malerich. Und dann kam das eine aufs andere. Und jetzt mache ich YouTube-Videos. Natürlich war ich vorher auch schon so ein bisschen skeptisch. Jedenfalls muss man die Leute jetzt wegbringen von den Altmedien. Und bei Demonstrationen hatten wir das Problem, dass sich die Altmedien immer so zwischenstellen. Zwischen die Leute und das Umfärben. Sie können sich aber nicht immer dazwischen stellen. Und wo sie sich zum Beispiel nicht dazwischen stellen können, sind Briefkastenflugblätter. Diese Flugblätter müssen aber richtig gestaltet sein. Man läuft ganz schnell in Framing-Fallen rein.
Wenn zum Beispiel AfD oder Querdenken auf dem Flugblatt draufsteht, dann ist es schlecht, dann wird es wahrscheinlich gleich in den Papierkorb geworfen, weil diese Begriffe verdorben wurden. Diese Gruppen wurden von den Altmedien, von den Mediakraten gezielt dämonisiert, sodass die Leute sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen wollen. Auf die Flugblätter bringt man einfach die Fakten, die die Altmedien nicht bringen. Wodurch dann aber klar wird, dass die Altmedien Dinge verschweigen. Und dann gibt man den Leuten noch die Quellen an, also beispielsweise Epoch Times oder Line Media, sodass man den Leuten, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich selbst zu informieren. Und sie werden dann auch neugierig, weil es sind ja Informationen, die sie nicht haben. Es ist ganz wichtig, dass auf den Flugblättern müssen Informationen sein oder Zusammenhänge dargestellt werden, die Leute normalerweise nicht verstehen, die die Altmedien gezielt zurückhalten. Und dadurch fliegt die Täuschung auf. Und wenn man die Leute, wenn man die Altmedien attackiert, ihre Glaubwürdigkeit zerstört dadurch, also die Realität, was sie ja auch nicht anders verdient haben, dann wenden sich die Leute von den Altmedien ab, konsumieren die alternativen Medien und dann bilden sie sich von ihre Meinung von selbst und dann wählen sie keine Altparteien mehr. Und dann bricht das ganze System zusammen. Wenn jetzt jeder von uns 100 Flugblätter ausdruckt und es in der Nachbarschaft verteilt, wenn es jeder macht, dann kann man eigentlich ganz leicht alle Leute erreichen. Auf Dauer. Und die Altmedien, sie haben keine Chance, sie können sich nicht dazwischen stellen. Sie kriegen ja gar nichts mit, sie kriegen die Flugblätter vielleicht irgendwann mal in die Hand. Aber dann ist es natürlich für sie ganz schwer, das schlecht zu framen. Sie haben keine Macht, sich da dazwischen zu stellen. Genauso ist es auch bei Aktionen, die man nicht anmeldet auf der Straße. Das ist natürlich jetzt während der Corona, während dem Lockdown schwierig. Aber so kann man auch Leute erreichen. In kleinen Gruppen geht man durch die Fußgängerzone und da sind keine Altmedien da, keine Antifa. Die wissen alle nicht Bescheid, die können sich da nicht dazwischen stellen, die Leute abschirmen. So wie die Antifanten die Leute von AfD-Ständen abschirmen. Es ist immer ganz wichtig, die Altmedien dürfen nicht Bescheid wissen. Sie müssen außen vor bleiben, bei allen Aktionen, die wir machen. Immer wenn die Altmedien Wind bekommen, oder die Antifa, und sich dazwischen stellen können, dann molen sie das Ganze immer um. Es ist ja auch die große Machtposition von Altmedien, dass sie normal immer über alles Bescheid wissen. Weil sie eben Journalisten sind und recherchieren, ja auch Geld dafür bekommen, wissen sie immer, wo alles gerade passiert. Und dann sind sie immer vor Ort und färben alles um. Und die Antifa sind ja mit den Altmedien stark verstrickt. Die geben sich dann gegenseitig die Informationen, liefern noch die passenden Bilder bei Demonstrationen. Es war ja so, dass in Leipzig die ZDF-Journalisten schon draufgehalten haben, als diese Antifa-Meute dann zur Demonstration dazugestoßen ist und es Krawall gab. Die wussten ja schon genau Bescheid bei ZDF. Sonst hätten sie ihre Kammer nicht schon in die Richtung gehalten, wo die Leute noch gar nicht da waren. Es ist alles schlimm. Man darf auch nicht vergessen, es ist noch der Punkt, dass die Corona-Maßnahmen, dass viele Leute auch dafür sind, weil sie nicht zur Arbeit pendeln müssen mit dem Auto und es jetzt eine ruhige Zeit ist und sie das in Wahrheit insgeheim ganz gut finden. Das darf man auch nicht vergessen. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, uns nicht runterziehen lassen, weil es nutzt auch nichts. Also Kopf hoch und einfach weitermachen und sich die Laune nicht verderben lassen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut. Für alle Spenden auf meinem Kanal möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ihr helft, dass der Kanal am Leben bleibt. Ich bin auf die Spenden ganz dringend angewiesen. Die Spendenlinks sind unten in der Beschreibung, wenn ihr auch spenden wollt. Vielen Dank. Macht's gut.